In der Oktober 2021 Ausgabe des Wachturms gibt es einen abschließenden Artikel mit dem Titel 1921 vor 100 Jahren. Er zeigt ein Bild von einem Buch, das in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Hier ist es. Die Harfe Gottes von J.F. Rutherford. Mit diesem Bild stimmt etwas nicht. Weißt du, was es ist? Ich gebe dir einen Tipp. Das ist nicht das Buch, das in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Jedenfalls nicht genau. Was wir hier sehen, ist ein bisschen Geschichtsrevisionismus. Was ist darin so schlimm, fragst du vielleicht? Eine gute Frage. Bevor wir herausfinden, was an diesem Bild falsch ist, sollten wir uns einige biblische Grundsätze vor Augen halten. In Hebräer 13,18 steht, betet für uns, denn wir sind gewiss, dass wir ein reines Gewissen haben und danach trachten, in allen Dingen ehrenhaft zu handeln. Hebräer 13,18 ESV. Dann sagt uns Paulus, dass wir die Unwahrheit ablegen und jeden von euch mit seinem Nächsten die Wahrheit reden soll. Denn wir sind alle Glieder eines anderen. Epheser 4,25 ESV. Schließlich sagt uns Jesus, wer mit sehr wenig treu ist, wird auch mit viel treu sein. Und wer mit sehr wenig unehrlich ist, wird auch mit vielem unehrlich sein. Lukas 16,10, Berean Study Bible. Was ist nun falsch an diesem Bild? In dem Artikel geht es um Ereignisse im Zusammenhang mit der Wachturmgesellschaft vor 100 Jahren, im Jahr 1921. Auf Seite 30 der aktuellen Ausgabe vom Oktober 2021 des Wachturms wird uns unter dem Untertitel »Ein neues Buch« mitgeteilt, dass dieses Buch, die Harfe Gottes, im November desselben Jahres 1921 erschien. Das stimmt nicht. Dieses Buch kam 4 Jahre später heraus, 1925. Hier ist die Harfe Gottes, die 1921 herauskam. Warum zeigen Sie nicht das Cover des Buches, auf das Sie sich in dem Artikel beziehen? Weil auf der Titelseite steht, ein eindeutiger Beweis dafür, dass Millionen, die jetzt leben, niemals sterben werden. Warum verheimlichen Sie das vor Ihren Anhängern? Warum reden Sie nicht, wie Paulus sagte, die Wahrheit mit Ihrem Nächsten? Du denkst vielleicht, es sei eine Kleinigkeit. Aber wir haben gerade gelesen, was Jesus sagte. Wer mit sehr wenig unehrlich ist, wird auch mit viel unehrlich sein. Was bedeutet dieser Titel wirklich? Wenn wir zu dem Artikel im aktuellen Wachturm, der Ausgabe vom Oktober 2021, zurückkehren, lesen wir in der Einleitung, was ist also das besondere Werk, das wir für dieses Jahr unmittelbar vor uns sehen? Der Wachturm vom 1. Januar 1921 stellte diese Frage den eifrigen Bibelforschern. Als Antwort wurde Jesaja 61, Vers 1 und 2 zitiert, dass sie an ihren Predigtauftrag erinnerte. Jehova hat mich gesalbt, um den Sanftmütigen eine frohe Botschaft zu verkünden. Zu verkünden das gute Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Ich bin mir sicher, dass jeder Zeuge Jehovas, der das heute liest, sofort zu dem Schluss kommt, dass es sich bei diesem besonderen Werk um die Verkündigung der guten Botschaft handelt, genau wie es die Zeugen Jehovas heute tun. Nein. Was war damals das gute Jahr des Herrn? Es war ein ganz bestimmtes Jahr, 1925. Das Bulletin vom Oktober 1920, eine Monatszeitschrift der Wachturmgesellschaft, gab den Bibelforschern von damals diese Anweisung für das Predigen. Ich muss beim Lesen zwischendurch eine Pause einlegen, denn es gibt eine Reihe von Ungenauigkeiten, auf die wir hinweisen müssen. Ich verwende den Begriff Ungenauigkeiten, um einen anderen, abwertenderen Begriff zu vermeiden. Guten Morgen. Weißt du, dass Millionen, die jetzt leben, nie sterben werden? Ich meine genau das, was ich sage, dass Millionen, die jetzt leben, niemals sterben werden. In das vollendete Geheimnis, dem posthumen Werk von Pastor Russell, steht, warum es Millionen von Menschen gibt, die jetzt leben und nie sterben werden. Und wenn du bis 1925 am Leben bleibst, hast du gute Chancen, einer von ihnen zu sein. Das war nicht das posthume Werk von Russell. Das Buch wurde von Clayton James Woodworth und George Herbert Fisher ohne Genehmigung des Vorstands des Wachturms geschrieben, sondern auf Anordnung von Joseph Franklin Rutherford. Seit 1881 machen sich alle über Pastor Russell und die Botschaft der Internationalen Bibelforschervereinigung lustig, dass die Bibel einen Weltkrieg im Jahr 1914 prophezeite. Aber der Krieg kam zur rechten Zeit und jetzt wird die Botschaft seines letzten Werkes, Millionen, die jetzt leben, werden niemals sterben, ernst genommen. Die Bibel hat 1914 keinen Weltkrieg prophezeit. Wenn du das bezweifelst, schau dir dieses Video an.
Es ist eine absolute Tatsache, die in jedem Buch der Bibel steht und von jedem Propheten der Bibel vorhergesagt wurde. Ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass es sich lohnt, sich ein paar Abende mit diesem Thema zu beschäftigen. Okay, das ist einfach eine unverschämte Lüge. Jedes Buch der Bibel, jeder Prophet der Bibel spricht davon, dass die Millionen, die jetzt leben, niemals sterben werden. Ich bitte dich. Das vollendete Geheimnis kann für $1 erworben werden. Damit die Lebenden wissen, dass es diese Zeit tatsächlich gibt, befasst sich das zweiwöchentlich erscheinende Magazin Das Goldene Zeitalter mit aktuellen Ereignissen, die den Beginn des Goldenen Zeitalters markieren. Das Zeitalter, in dem der Tod aufhören wird. Na, das hat aber nicht so geklappt wie geplant, oder? Ein Jahresabonnement kostet $2 oder Buch und Zeitschrift sind für $2,75 zu haben. Das vollendete Geheimnis erklärt, warum Millionen von Menschen, die jetzt leben, niemals sterben werden. Und das goldene Zeitalter offenbart Freude und Trost hinter den dunklen und bedrohlichen Wolken. Beides für $2,75. Sag jetzt nicht Dollar. Sie glaubten wirklich, dass das Ende im Jahr 1925 kommen würde, dass die alten Gläubigen wie Abraham, König David und Daniel auf der Erde wieder auferstehen und in den Vereinigten Staaten leben würden. Sie kauften sogar eine Villa mit 10 Schlafzimmern in San Diego, Kalifornien, um sie dort unterzubringen und nannten sie Bezarim, übersetzt Haus der Fürsten. Dieser Teil der Geschichte der Organisation ist eine Tatsache und existiert in schriftlicher Form und in den Herzen und Köpfen enttäuschter Männer und Frauen. Denn das Ende kam nicht und die alten Gläubigen waren nirgendwo zu sehen. Nun könnten wir all das als gut gemeinte Fehler entschuldigen, die unvollkommene, übereifrige Männer machen können. Ich bin mir sicher, dass ich das auch getan hätte, wenn ich das alles gewusst hätte, als ich noch ein überzeugter Zeuge Jehovas war. Natürlich ist es eine falsche Prophezeiung. Das lässt sich nicht bestreiten. Sie haben vorausgesagt, dass etwas passieren würde und diese Vorhersage schriftlich festgehalten. Das macht sie nach der Definition von 5. Mose 18, 20 bis 22 zu einem falschen Propheten. Trotzdem hätte ich das übersehen, weil ich jahrelang so trainiert wurde. Dennoch begannen mich solche Dinge zu beunruhigen, als wir ins 21. Jahrhundert kamen. Als ich vor Jahren mit einigen Freunden unter Zeugen Jehovas, einer ehemaligen Pionierin und ihrem Ehemann, der in Bethel war, zu Abend aß, beklagte ich mich über Dinge innerhalb der Organisation. Sie waren beunruhigt und fragten mich, worüber ich mich wirklich aufregte. Zuerst konnte ich es nicht in Worte fassen, aber nach ein paar Minuten des Nachdenkens sagte ich, ich möchte nur, dass Sie zu Ihren Fehlern stehen. Ich war zutiefst beunruhigt darüber, dass sie sich nie für eine Fehlinterpretation entschuldigt haben und meist anderen die Schuld in die Schuhe schoben oder das Passiv benutzten, um sich der direkten Verantwortung zu entziehen. Zum Beispiel, es wurde gedacht. Siehe, Wachtum 2016, Fragen von Lesern. Das Fiasko von 1975 zum Beispiel haben sie immer noch nicht zugegeben. Dieser Artikel ist nicht nur ein Beispiel dafür, dass die Organisation einen Fehler aus der Vergangenheit nicht eingesteht, sondern dass sie sogar alles daran setzt, ihn zu vertuschen. Ist das wirklich etwas, worüber wir uns Sorgen machen sollten? Für die Antwort lasse ich die Organisation selbst sprechen. Bei der Erörterung der Frage, warum wir glauben können, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist, hat der Wachtel 1982 Folgendes zu sagen. Etwas anderes, was die Bibel als von Gott kommend kennzeichnet, ist die Aufrichtigkeit ihrer Schreiber. Warum? Zunächst einmal widerspricht es der unvollkommenen menschlichen Natur, Fehler zuzugeben, besonders schriftlich. In dieser Hinsicht zeichnet sich die Bibel von allen anderen Büchern des Altertums aus. Doch darüber hinaus gibt uns die Aufrichtigkeit der Bibelschreiber die Sicherheit, dass die Bibel insgesamt wahrheitsgetreu ist. Schließlich ist es nicht anzunehmen, dass sie offen über ihre Schwächen berichten und dann falsche Aussagen über andere Dinge machen. Wenn sie irgendetwas gefälscht hätten, dann doch sicher unvorteilhafte Tatsachen über sich selbst. Somit verleiht die Aufrichtigkeit der Bibelschreiber ihre Behauptung, Gott habe sie bei der Niederschrift geleitet, mehr Gewicht. Das ist vom Wachtum 1983, 15.3., Seite 5 bis 6.
Die Offenheit der Bibelschreiber gibt uns die Gewissheit, dass sie insgesamt ehrlich sind. Müsste nicht auch das Gegenteil der Fall sein? Wenn wir feststellen, dass es keine Offenheit gibt, würde uns das nicht misstrauisch machen, ob das, was sie geschrieben haben, wahr ist? Wenn wir diese Worte nun auf die Autoren der Publikationen der Zeugen Jehovas anwenden, wie stehen sie dann da? Um noch einmal aus dem Wachturm von 1983 zu zitieren: Schließlich ist nicht anzunehmen, dass sie offen über ihre Schwächen berichteten und dann falsche Aussagen über andere Dinge machten. Wenn sie irgendetwas gefälscht hätten, dann doch sicher unvorteilhafte Tatsachen über sich selbst. Ich habe von der fehlgeschlagenen Prophezeiung der Organisation über das Jahr 1925 erst erfahren, nachdem ich die Organisation verlassen hatte. Sie hielten diese Peinlichkeit von uns allen fern. Und das tun sie auch bis heute noch. Da ältere Publikationen wie die Harfe Gottes vor einigen Jahren auf Beschluss der leitenden Körperschaft aus den Bibliotheken aller Königreichsäle auf der ganzen Welt entfernt wurden, würde der durchschnittliche Zeuge dieses Bild betrachten und denken, dass dies das Buch voller biblischer Wahrheit ist, das tatsächlich 1921 veröffentlicht wurde. Sie würden nie wissen, dass dieses Cover gegenüber dem 1921 veröffentlichten Originalcover verändert wurde, dass die peinliche Behauptung enthielt, das Buch enthalte einen schlüssigen Beweis dafür, dass Millionen damals lebender Menschen das Ende erleben würden. Ein Ende, von dem ein anderes Buch jener Zeit, das 1920 erschienene, die Ausgabe von Millionen jetzt Lebender werden niemals sterben, behauptete, es würde 1925 kommen. Wir könnten vielleicht über die vielen Fehler der Organisation hinwegsehen, wenn sie es den Schreibern der Bibel gleichtun würden, indem sie ihre Fehler offen zugeben und dafür Buße tun. Stattdessen tun sie alles, um ihre Fehler zu verbergen, indem sie ihre eigene Geschichte ändern und umschreiben. Wenn die Offenheit der Bibelschreiber uns Grund zu der Annahme gibt, dass die Bibel authentisch und wahrheitsgetreu ist, dann muss auch das Gegenteil der Fall sein. Das Fehlen von Offenheit und die absichtliche Vertuschung vergangener Sünden ist ein Zeichen dafür, dass man der Organisation nicht vertrauen kann, die Wahrheit zu enthüllen. Rechtsexperten würden dies als die Früchte des vergifteten Baums bezeichnen. Diese Täuschung, dieses ständige Umschreiben ihrer eigenen Geschichte, um ihre Fehler zu verbergen, stellt jede ihrer Lehren in Frage. Das Vertrauen ist zerstört. Die Verfasser des Wachtums sollten über diese Bibelstellen im Gebet nachdenken. Lippen, die lügen, sind für Jehova abscheulich. Doch wer treu handelt, macht ihm Freude. Sprüche 12,22. Denn wir sorgen dafür, dass alles ehrlich abläuft, nicht nur vor Jehova, sondern auch vor den Menschen. 2. Korinther 8, 21. Belügt einander nicht, streift die alte Persönlichkeit mit ihren Handlungen ab. Kolosser 3, 9. Alles aus der Neuen Weltübersetzung 2018. Aber leider hören sie nicht auf das, was ihre eigene Bibel ihnen sagt. Der Grund dafür ist, dass sie ihren Meistern, den Mitgliedern der leidenden Körperschaft dienen und nicht unserem Herrn Jesus. Wie er selbst gewarnt hat, niemand kann ein Sklave zweier Herren sein, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird sich zu dem einen halten und den anderen verachten. Matthäus 6, 24. Vielen Dank für deine Zeit und Unterstützung.